Hallo, willkommen zurück zu Metro 2033 Redux. Das letzte Mal haben wir quasi die Messestation durchquert und haben uns vorbereitet, die Karawane zu unterstützen. Offscreen muss ich es leider machen, habe ich noch diesen zweiten Eintrag geholt und ich habe Artyoms Vater getroffen, der uns nochmal davor gewarnt hatte, dass Artyom sich nicht zu sehr von... So gut, wenn meine Tür zu ist, dass Artyom sich nicht zu sehr beeinflussen lassen soll von Hunter und von eben den Trupp, weil die eben teilweise sehr naiv sind und auch sehr, sag ich mal, grundlos gewalttätig. Und er hat eben Artyom gebeten, sich aus allem rauszuhalten oder hat die Möglichkeit, sich zurückzuhalten, dass ihm nichts passiert. Ist ja klar, er ist ein Vater, er sieht das und macht sich natürlich halt Sorgen um seinen Sohn. Ist ja irgendwie verständlich. Oder Koala. Juhu, jetzt lese ich noch kurz das vor und dann machen wir uns auch auf zur Action. Eintrag 2, Messestation. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe an. Ich male mir gerne aus, dass das nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über die Schwarzen zur Polis zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Polis zu besuchen. Das großartige und legendäre Zentrum der Metro. Das Zentrum unserer Zivilisation meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen. Ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstadt jeden Kämpfer braucht, die sie losschicken kann, habe ich das Recht, meinen Stiefvater, meine Freunde in der Stunde der Gefahr zu verlassen. Wo mein Platz? Wo ist mein Platz? Nimm ihn auf den Barrikaden oder in den Fernstationen, zu den Hunter mich schickt. Ich kann es nicht sagen, aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dieser Weg der Weg ist, der das Schicksal für mich auserwählt hat. Ja, ist natürlich immer so eine Sache, die ganze Heimat zu verlassen, wenn sie an sich gerade in Gefahr schwebt. Vor allem, wenn man halt Familienmitglieder etc. hat. Aber ja gut, er ist eben der Auserwählte. Sei gegrüßt. Du bist also bereit. Ich bin sowas von bereit. Ich bin LMT bereit. Bist du bereit? Hab ich doch gerade gesagt? Ich hasse Leute, die mir nicht zuhören. Boah. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich von dem Spiel nicht zu sehr überwältigen lasse. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Ich müsste noch mal pinkeln. Aber ihr müsst doch pinkeln. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Da. Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Ja, aber ich müsste doch pinkeln. Wäre es okay, wenn ich während der Fahrt einfach laufen lasse? Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Es geht so. Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser. Ich habe meine Beine vergessen. Oh nein. Entschuldigung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich. Ja eben, er tut ja nicht nur die Karawane beschützen, sondern er will ja nach Polis reisen. Das weiß sein Vater halt nicht. Oder sein Stiefvater in dem Fall. Ja, aber gut, egal. Wir machen weiter mit einer Taste. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Da kann ich im Übrigen auch nur nochmal das Buch empfehlen. Es ist wirklich großartig. Vor allem ist es auch im Buch, gibt es eine richtig schöne Karte. Ich weiß nicht, ob ich das kurz... Gib mir kurz eine Minute. Das ist eine Sekunde.
Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber man sieht hier im Prinzip eine Karte und man sieht anhand dieser Zeichen dann immer ganz genau, welches Gebiet theoretisch zu welchem Trupp, zu welcher Einheit gehört, wie auch immer, zu welcher politischen Fraktion halt. Und wenn man dann das Buch liest, finde ich das immer extrem cool, dass man gerade wieder auf diese Karte zurückweichen kann. Also, zurück. Dass man quasi diese Karte dann immer wieder zum Nachschlagen nehmen kann, dass man sich auch bildlich vorstellen kann. Ich finde sowas extrem cool einfach. Wollte ich einfach mal noch so gezeigt haben. Schließlich ist es ja mehr oder weniger ein Spiel, das in dieser Welt von dem Buch stattfindet. Also, ja, und wenn ich es gerade lesen bin, ist es erst recht so. Okay, weiter, weiter, weiter. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und die Ratte davon. Langsam, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Warum? Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Ja, Tunnel? Eben. Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Wisst ihr, ich glaub ihm irgendwie nicht, wenn er sagt, er mag den nicht, nur einfach nicht. Der ist ein relativ doch hartgesottener Mensch. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Das soll notwendig sein? Es macht mir irgendwie Angst, dass ich meine Waffe in der Hand halte. Verdammt tut mein Kopf weh. Da war doch gerade irgendwas. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Achon. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schneller. Wie hinten? Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Was? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Was? Was geschieht mit mir? Was? Mein Gott! Artyom! Was zum... Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh yeah! Tschüss! Und... Wer lässt mich am Leben? Ich will die Maus bewegen. Warum wurde der jetzt... Wer hat ihn jetzt abge... Hä? Wieso glaube ich nur, dass alle tot sind? Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße. Aufwachen. Hallo. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Ich bediene den. Fuck, ich habe keine Munition mehr. Yes! Stirb!
Oh. Danke. Ja, wie? Ja, du warst. Ja, hier, keine Beifahrer, Kollege. Ihr habt nur abgeknallt. Wo ist dein Problem? Nee, nee, nee. Ich mag hier keine Anhalter. Danke. Mach ich doch. Ganz cool. Ah, fuck. Ich muss nachladen. So, danke. Ah. Anstrengende Dudes. Ja, was denn? Yes, dann mach doch schneller, Kollege. Mach doch schneller. Nein. Nein, ah, nein. Nein, aua. Ich war zu schlecht. Oder ich war nicht so schlecht? Fuck! Ich muss doch Einträge suchen! Ja, immer, mach schon! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Bitte! Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Oh, ich auch. Halt. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Da bin ich mal gespannt. Oh Mann, geh mir grad die Düse. Ja, löschen. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf mich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier. Na danke, ich hab ja auch genug verbraucht. Auf dich. Achom. Auf mich! Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Wisst ihr, ich sehe nie, dass sie das Glas nachfüllen. Der trinkt gar nicht, Schlawiner. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Mir schlägt das Wodka auch immer auf den Magen. Okay, alles klar. Oh, es gibt hier keine Verfolgung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen, aber da war drauf. Okay. Sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber danke, unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kern. Auf Artyom! Ja, wisst ihr, Leute. Was soll ich dazu noch sagen?
Bin halt einfach ein guter Dude. Auf dich. Auf mich. Au, wir haben noch mehr zu lesen. Na, wenn das so ist, Eintrag 1. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nie gehört. Ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Stimmt halt. Das ist dreifach destillierter Likör. Also wisst ihr, bei meinen Skills ist es wirklich Glück, dass wir entkommen sind. Es ist nicht mal Gerede. Ich hab meine Rechte. Lass mich aus der Station. Ich hab's keine Linke. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Hallo. Lass mich durch! Ich hab ohne Rechte! Natürlich. Ich muss mein Karma wieder ein bisschen aufpassen. Guck mal, da seht ihr auch nochmal die Karte. Und da theoretisch eben... Es fehlt aber die Legende, welche Farbe für welche Fraktion steht. Ja, guck mal. Aber gleich noch mehr zum Lesen. Ich liebe diese Einträge, die sind toll. Rijkaia, zu Hause an der Messe hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme, seien es ihre Schweine, die sich irgendein Getier angefangen hatten, oder Lecks in den Tunneldecken, oder eine zu heftige Feier ihrer Tentler. Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von der Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt. Denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Mese, wir kannten das Leben und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Wien des Alle auslöschen. Und diese fröhlich tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. So sieht's aus. Aber es ist schön, wenn es immer wieder mal so ein Ort der Zufriedenheit und der Ruhe gibt. Gerade in solchen Situationen, in solchen Momenten fehlt sowas, glaube ich, dann extrem. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Natürlich. Ja, bin ich. Wow, ich würde gern mal auf so einem... Kannst du mir eine Patrone geben? Ich glaube, wenn er sich mal verteidigen muss, dann auch nicht mehr. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Ja, wenn's so ist? Was haben wir denn da? Die perfekte Nahkampfwaffe, wenn Sie sich teilweise rufen, bis er... Handgranaten, Wurfmesser. Schärfere gibt es nicht. Wie Sie wollen. Hallo? Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Wie viel Schuss haben wir denn jetzt? Munition für Sturmgewehr 0. Ist das mein Maximal? Wo sehe ich denn, wie viel ich maximal halten kann? Wenn ich jetzt hier theoretisch das Kauf. Das ist dann das Maximale. Ja, komm. Einfach mal alles ein bisschen aufbessern. Wie viel haben wir jetzt? 67? 10, 16, 21. Ja, komm. Also, okay, das reicht. Guter Deal. Danke. Ich kann sein, dass ich ein bisschen zu verschwenderisch bin, aber ich will nicht, dass mir die Munition ausgeht. Auf der Strecke. Würde ich nicht so feiern. Na, guck mal, mehr Metro-Bücher. Und ich muss den Part gleich beenden.
Oh, das geht immer so schnell hier. Es hat auch so viel, was man erleben kann. Ja, ja, ich werde jetzt bestimmt meine gute Munition verbrauchen. Ein Scheißdreck. Hab extra dafür gezahlt, da werde ich du jetzt nicht einfach so verballern. Sind Sie Artyom? Nee, Helge Schneider. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ja, nee. Ich bin doch alleine hin. Danke. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Und Sie sind wirklich... Ja, wisst ihr? Ich hab dem Blinden gerade eine Munition gegeben. Und der kleine Junge bezeichnet mich als geizig. Du kleines Fickgesicht, du. Ich komm gleich hin und tritt dir in den Arsch, du. Hier, da, die Schotter. Nein! Ich wollte dir in den Arsch treten. Ah! Oh, na warte, du kleiner... Wo ist er jetzt hin? Kleiner Abzocker. Ja, wo bist du? Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich untersuche das jetzt alles. Ist mir jetzt egal, was du Kleiner da sagst. So, geht der Part jetzt halt länger. Idiot. Ja, wer versteckt sich jetzt vor wem? Idioten. Wo bist du? Wo? Folgen Sie mir! Ich hab mal wüsst. Ja, da! Entschuldigung, dass ich mich jetzt so aufgeregt hab. Oh mein Gott. Na gut. Jetzt wart doch mal, Mensch! Ich will mir das alles in Ruhe anschauen. Genau deswegen wollte ich dem nichts geben. Kleiner Saftsack da. Na. Immerhin gab's ein Achievement dafür. Hey, gehen wir. Jetzt wart mal. Ja, Igitt. Ja, Igitt. Die könnte man auch mal wieder lernen. Folgen nee, Sie wisst mir. Was? Im nächsten Part. So. Ich muss jetzt auch mal wieder aufhören. Oh, Mann. Ah. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Aber egal. Grüße von eurem Zero. Ja. Nee, ich spiele es nur bis zum nächsten Speicherpunkt. Dann geht der Part zwar länger, aber ist mir jetzt egal. Ich mach das... Wo sind Sie? Ich untersuch das hier jetzt noch, Kleiner. Wo sind Sie? Guck hier! Hätte ich nicht gefunden, wenn ich... Hey! Halt's Maul! Halt deine Maul! Oh, dieser kleine Saftsack da. Wisst ihr, zieht mich da einfach gnadenlos ab. Ich wollte ihm doch nur aufs Maul hauen. Kann ich das nicht betätigen? Nee. Kann ich nicht betätigen. Okay, alles klar. Ich bin hier. Hopp, los, renn. Renn. Weil ich mach dir Beine. Dann hast du mehr als zwei. Ja, jetzt warte mal. Ich muss hier das schon wirklich alles ganz genau untersuchen. Weil hier liegt irgendwo noch... Ich habe hier irgendwo noch einen Tagebucheintrag, den ich finden kann. Und den will ich jetzt auch noch finden. Hallo? Da hinten sitzt er. Komm also, her. Ich gehe. Du bist Wiedersehen. Wiedersehen. Setz dich. Ich setz mich gleich. Nachdem ich die Munition hier genommen habe. Und würde sagen, wir setzen uns im nächsten Part. Das war's mit Betro. Grüße von eurem Zero.